Hi, ich bin Volkan und wir sind hier an der berühmtesten Kastanie Esslingens. Volkan Durmaß, heute bei mir zu Gast. Grüß dich, hi. Hallo, hi, freut mich. Warum treffen wir uns an der berühmtesten Kastanie, die auf deinem alten Schulhof deines Gymnasiums steht? Ja, ich dachte, dass es was Schönes ist, mal wieder hier in die Schule zu kommen. Ach, jetzt komm, echt? Doch, wirklich. Ich hatte eine schöne Schulzeit. Ehrlich? Ja. Hatte auch natürlich ungute Tage, aber das gehört ja dazu. Aber man kann ja mal so ein paar Backstage-Informationen geben. Wir haben hier gerade ein paar Lehrer getroffen und die waren alle äußerst gut auf dich zu sprechen. War für mich auch sehr überraschend, muss ich sagen. Aber war sehr schön, die Lehrer zu sehen. Aber du bist nicht bei uns in der Sendung, weil wir über deine Schule quatschen, sondern du bist Sänger. Ja, richtig. Und wie das aussieht, wenn du singst, da würde ich gerne mal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und das sehen Sie jetzt. Und ich liebe dieses Leben für die Momente, die es mir gibt. Muss diese Welt gar nicht verstehen. Ich bin nur froh, dass es uns gibt. Ja, dein Song Bilder. Als ich mir den angehört und angesehen habe, da war ich sehr berührt und habe mir mal wieder gedacht, meine Güte, es kommt nicht darauf an, dass die Wäsche ordentlich zu Hause hängt und die Waschmaschine läuft, sondern auf die Dinge, auf die es wirklich im Leben ankommt, gell? Und die gehen verloren im Alltag. Richtig, was sehr schade ist. Und in dem Lied gehe ich darauf ein, dass man eigentlich die tollen Momente, die man im Leben hat, einfach zu schätzen weiß und vor allem, dass man auch im Hier und Jetzt ist. Also, dass man tatsächlich auch jetzt den Moment genießt und ein bisschen achtsamer lebt. Aber kennst du das auch, dass wir uns eigentlich alle ständig in so einem Art Hamsterrad bewegen? Ja klar, das kennen wir alle. Aber aus dem Hamsterrad muss man halt irgendwie rauskommen. Wie schaffst du es rauszukommen? Wie schaffe ich es rauszukommen? Was ganz wichtig ist, muss ich sagen, ist Sport. Sport ist nämlich die einzige Sache, zumindest bei mir, die dann bei mir tatsächlich Stress abbaut und so auf einmal Glückshormone sprießen lässt. Wir quatschen gleich ein bisschen mehr über dich und dein Leben. Wir schalten ganz kurz in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Dürfen wir vorstellen, Gerhards Reute, wenig spektakulär, ein paar Bauernhöfe im oberschwäbischen Nirgendwo. Doch das geht auch anders. 4 Tage im Jahr wird aus dem dortigen Kasehof ein Festivalgelände. Statt Merchandising-Artikel gibt es heimischen Käse und Gemüse zu kaufen. Und die typischen Pommes mit Wurst sind ja sowieso völlig überbewertet. Das hätte ich nicht gewusst, dass das am Ende auf dem Bauernhof ist. Aber also, allein das Herlaufen, das Ambiente, diese Initiative vom Kulturverein, die das so aufgreift, die ist einfach klasse. Nette Leute, besondere Atmosphäre, tolle Musiker sind ja da, ne? Das ist ja alles perfekt. Und Open Air ist natürlich überhaupt das Allerbeste. Ich finde es einfach eine tolle Mischung, Kultur, hochgradige Kultur. Und so ein Bauernhof, Land, zeigt, wir haben auch Kultur auf dem Land. Gell, man muss nicht unbedingt in der Großstadt wohnen. Mitgründer des Einheiten-Festivals und selbst leidenschaftlicher Musiker seit über 30 Jahren ist der mehrfach ausgezeichnete Veit Hübner. Sein Veranstaltungskonzept verwundert viele Künstler zunächst, doch er schaffte es immer wieder, auch dank der Unterstützung der Sparda Bank, namhafte Musiker und Kabarettisten nach Einheiten zu locken. Das schwierig war Gerhard Pult erstmal und die haben auch gefragt, was auf einem Bauernhof, und dann soll ich erstmal was schicken von uns, was wir so machen. Und dann habe ich nichts mehr gehört und dann ein Jahr später rief er an, das sei ja super, und wo denn das Werdesfestival, und dann kam er. Und nicht nur er. Der Liedermacher und politische Wachrüttler Konstantin Wecker steht bereits zum 3. Mal auf der Einheitenbühne. Und mit ihm pilgern über 1000 Fans zum charmant kleinen Festivalort. Die Stimmung während seines Auftritts ist speziell. Alle Horchen sind von seinen Worten gebannt. Konstantin Wecker ist meine Jugendzeit. Das muss man einfach sagen. Und er ist aktueller denn je. Seine Lieder sind aktueller denn je. Es erschreckt mich eigentlich eher. Weil er uns was zu sagen hat, schon seit vielen Jahren, inhaltlich und musikalisch. Und weil er sich selber treu geblieben ist, und das versuchen wir ja auch. Und man braucht ja so ein bisschen den Vorbildcharakter, damit man auch was hat in dieser etwas nicht so leichten Zeit, dem man auch treu bleiben kann. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der politisch bewusste Leute auch Ermutigung brauchen. Weil viele denken, ach, ich bin allein, was soll ich machen gegen den ganzen Wahnsinn, der da passiert plötzlich von rechts außen. Dieses Jahr war Konstantin Wecker zweifelsohne einer der Publikumsmagnete. Er reiht sich in eine lange Reihe großartiger Künstler der vergangenen 15 Jahre ein. Doch stopp, einer fehlt doch bestimmt noch, Herr Hübner. Ja,
es gibt einen Act, Udo Lindenberg, wenn er Unplugged spielt, dann hätte ich die Chance und das will er, glaube ich, machen in den nächsten 5 Jahren. Ja, heute bei mir zu Gast Volkan Durmaas aus Esslingen. Du bist Sänger und wir haben gerade in deinen Song reingeschaut und der endet mit einem Zitat, ich muss es leider ablesen: Sonne kann nicht ohne Schein, Menschen nicht ohne Liebe sein. Wieso dieser Satz? Ach, ich sehe ja tatsächlich Liebe gleich Glück an, weil wenn die ganzen schlechten Energien, nenne ich es mal, weg sind, dann sind wir glücklich oder voller Liebe und die einen nennen es Glück, die anderen nennen es Liebe und wenn man gut drauf ist, dann ist man glücklich. Aber wo kriegst du dieses positive Denken her? Schlechtes Denken, schlechte Energie führt dich einfach nur zu noch mehr Schlechtem und oft ist es so, wenn man positiv denkt und positiv ist, dann zieht man auch Positives an. Mit dir, Volkan, kommt man so ein bisschen ab und fängt an, übers Leben zu plaudern. Wir bleiben gar nicht so sehr bei deiner Musik, wobei deine Musik ja auch das ist, was das Leben widerspiegelt. Widerspiegelt, ne? Eben. Also, es gibt so viel zu erzählen. Vor allen Dingen müssen wir auch gleich noch über ein unangenehmes Thema nochmal reden, und zwar die Fußball-WM. Ja. Und was du damit zu tun hast, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Ja, die WM ist vorbei, trotzdem reden wir nochmal drüber mit Volkan Dir, weil du hast einen WM-Song geschrieben. Richtig, ja. Olé. Olé. Wie der klingt, sehen Sie jetzt. Olé, olé, wir schauen nur nach vor. Olé, olé, denn das haben wir uns geschworen. Olé, olé, la, la, la. Ich möchte dir jetzt mal ganz ehrlich eine Frage stellen. Wenn man sich entscheidet, als Sänger einen Song zur WM zu schreiben, macht man das deswegen, weil man dann weiß, okay, damit winkt vielleicht die große Kohle, weil alle natürlich im WM-Fieber sind? Oder ist das, weil du Fußballfan bist? Wir hatten ein Beat und wir haben dazu ein paar Phrasen gehabt. Eine Melodie gehabt und es hieß, es ging darum, jetzt ist unsere Zeit und wir sind alle dabei und hoch mit den Armen. Und dann haben wir gedacht, das geht so ein bisschen Richtung Party. Und damals war schon die Zeit dann, gleichzeitig, wo dann die WM losgeht. Und jeder von uns weiß, von uns Musikern weiß, so eine WM als gesellschaftliches Riesenphänomen hat schon den einen oder anderen Sänger ganz schön hochkatapultiert. Da ist so ein bisschen Träumchen ist immer dabei, also kann funktionieren. Und wir waren auf dem guten Weg, muss ich sagen. Jetzt ist Deutschland relativ schnell ausgeschieden. Hast du das an deinem Song gemerkt? Traurig, dass Deutschland ausgeschieden ist. Und danach sind die Klickzahlen und der ganze Traffic auf YouTube und im Internet total eingebrochen. Aber mit Fußball hast du auch was zu tun. Du hast mal bei den Stuttgarter Kickers gespielt, gell? Genau, ja. Warum ist es mit der Fußballkarriere nichts geworden? Ich kam tatsächlich mit dem ganzen Gerede drumherum nicht klar. Mhm. Das hat mir gar nicht gefallen am Fußball. Fußball als Sportart, wunderschön, macht sehr Spaß. Ich kicke noch sehr gern mit meinen Freunden, aber sehr unschön, was da außerhalb abläuft. Wie ist es in der Musikbranche? Schöner? Ja, schöner, weil die Musik ist kein Wettbewerb. Mhm. Die Musik ist keine Competition und du bist bessere Musiker als ich, das sagt man nicht. Das ist auch eine Art Geschmackssache. Musik ist halt natürlich eine Geschmackssache, subjektiv. Ganz anders wie beim Sport. Da muss ich besser sein als du, um zu gewinnen. Wir müssen noch mal ganz kurz in meinen nächsten Beitrag schalten und sind gleich wieder da. Wir sind also ein Sparten- und generationsübergreifendes Künstlerkollektiv. Unsere Arbeitsform ist, dass wir sehr, sehr viel Recherche zum jeweiligen Thema veranstalten. Das heißt, wir sitzen dann monatelang am Tisch, lesen gemeinsam oder diskutieren und sehen Filme und interviewen Menschen, die mit dem Thema zu tun haben. Und das versuchen wir dann in eine performative, theatrale Form zu bringen. Wo es Leben gibt, gibt es Tod. Wo es Licht gibt, gibt es Schatten. Wo es Liebe gibt, gibt es Angst. Wo es Frieden gibt, gibt es Krieg. Abi Nathan war ein Friedenskämpfer aus Israel, der in den 70er, 80er Jahren einen Radiosender hatte. The Voice of Peace hieß der. Der war auf einem Schiff außerhalb der Hoheitsgewässer des Staates Israel und hat von dort aus eigentlich den gesamten Nahen Osten beschallt mit seiner Musik. Damals mit der angesagtesten Musik, die es gab. Hatte auch Stars auf seinem Schiff als Gäste dort und hat immer wieder für den Frieden geworben, länderübergreifend. Und wir stellen die Frage, warum Abi Nathan heute vergessen ist und andere in Erinnerung, die ähnliche Aktivitäten
getan haben wie er. Ja, das Stück startet an der Hedelfinger Straße, U-Bahn-Station Hedelfinger Straße, und man hat erstmal so einen Walk, wo man in das Hafengelände hineinläuft und auch einen Fluss überqueren muss. Und auf diesem Walk erzählen wir erstmal die Lebensgeschichte von A.B. Nathan in kurzen Radio-Features. The Voice of Peace. A.B. Nathan wurde am 29. April 1927 in der persischen Stadt Abadan im heutigen Iran geboren. Ihr seid jetzt ein Stückchen schon unterwegs gewesen. Wie ist es bis jetzt? Anders, aber voll interessant. Und es gibt eine kleine Bar und man kann sitzen, eine Band ist schon aufgebaut. Was sind deine Erwartungen? Das ist das Schöne heute, ich bin total ohne Erwartung in den Abend gestartet. Die Location ist sehr schön, hier Hafenromantik sozusagen in Stuttgart am Neckar. Schön, ja. Und was einen dann erwartet, will ich natürlich nicht alles verraten, aber ich kann sagen, das Ganze ist sehr musikalisch, es ist viel Musik dabei, es gibt ziemlich viele große Bilder, theatrale Bilder. Man hat die ganze Zeit den Hafen so als romantischen, industrieromantischen Ort als Hintergrund, und es geht so lange, bis die Sonne untergeht. Immer noch total cool. Tolle Szenerie hier. Ja. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber ist trotzdem total interessant. Was war denn das? Schönes jetzt? Bühnenbild hier draußen in der Halle. Warum zitterst du so? Lecker, wenn die Sonne untergeht. Schön. So, Volkan, wir sind am Ende. Rucki-zucki. Rucki-zucki. Sind die Minuten vorbei. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt bitte in die Kamera sagen. Ich empfehle, dass wir am 21. September alle gemeinsam einen kleinen Weg auf uns nehmen und ab nach Karlsruhe fahren. Weil da ist meine Lieblingsband, da spielt meine Lieblingsband am Gospel-Kirchentag am 21. September in Karlsruhe. Seid dabei, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alle sehen würden. Das ist schon mal ein sehr cooler Tipp. Und mein Tipp ist in der Region, und zwar in Stuttgart. Stuttgart liegt nämlich momentan, falls du es noch nicht gemerkt hast, am Meer. Das Stadtpalais hat rund um das Stadtpalais und im Stadtpalais alles um das Thema Wasser gebaut. Und da kann man sehr viel mit der Familie oder auch alleine oder zu zweit erleben. Volkan, es war ein Fest. Eben. Vielen Dank, alles Gute für dich. Dankeschön. Danke. Und Ihnen natürlich auch alles Gute. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.